Was passiert bei der Sexualtherapie? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Heute geht es um Erfüllung in der Partnerschaft bzw. um genau das Gegenteil. Vielleicht fühlen Sie stattdessen Unlust oder Schmerzen beim Verkehr oder als Mann Erektionsstörungen. Vielleicht haben Sie von einer speziellen Paartherapie gehört, einer sogenannten Sexualpsychotherapie, die helfen könnte, und genau über die sprechen wir jetzt. Bei mir ist Privatdozent Dr. Jörg Signerski-Krieger. Er ist Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Asklepios-Fachklinikum Tiefenbrunn. Schön, dass Sie Zeit haben. Danke, dass ich eingeladen wurde. Wie geht es den Paaren, die zu Ihnen kommen? In welcher Situation sind die? Oh, die sind meistens sehr, sehr verzweifelt, niedergeschlagen. So ein Gefühl von Nähe ist weg. Teilweise fühlt sich einer von beiden einsam, alleine. Was man aber sagen muss, was ganz spannend ist bei meinen Paaren, die kommen, weil sie was wollen. Die Hürde, zu mir zu kommen, ist relativ hoch, weil man muss ja über Sex reden. Über was sehr, sehr Intimes. Und wenn man diese Hürde überspringen möchte, dann gibt es noch ganz viele Ressourcen, ganz viele Dinge, die man an der Partnerschaft oder an der Partnerin schätzt. Ja, genau, denn man fühlt ja eigentlich nicht mehr dieses Gemeinsame und diese Anziehung wahrscheinlich auch. Und trotzdem sitzen die beiden da ja dann zu zweit. So ist es, ja. Gibt es denn nur ein Gänsefüßchen das Gefühl, dass die sich alleine fühlen oder dass sie das Gefühl haben, es geht nicht mehr voran? Oder gibt es auch andere Symptome, würde ein Allgemeinarzt sagen, die die beiden haben? Natürlich nicht begehrt zu werden. Das Gefühl, nicht richtig weiblich zu sein, nicht richtig männlich zu sein. Wenn die Sexualität verschwindet aus der Partnerschaft, stellen sich häufig beide in Frage, weshalb ist das so? Was hat das mit mir zu tun? Mhm. Es gibt ja auch körperliche Symptome dann dadurch, dass die Sexualität verschwunden ist. Genau, also die sexuellen Funktionsstörungen teilen sich in verschiedenen sozusagen Erkrankungen ein. Das sind auf der einen Seite die Erektionsstörung, die Erregungsstörung, das schlechte Feuchtwerden bei der Frau, die sexuelle Lustlosigkeit, der ausbleibende Orgasmus, der frühzeitige Orgasmus, Schmerzen beim Sexualkontakt oder auch sozusagen der Scheidenkrampf, also der Vaginismus. Können das nicht auch ganz somatische Gründe sein? Also genau. Das ist ganz entscheidend, was Sie gerade sagen. Bevor die PatientInnen zu mir kommen, bevor die Paare zu mir kommen als Psychotherapeut, ist es entscheidend, dass diese Symptome einmal somatisch, also körperlich abgeklärt werden. Das heißt, ein Termin bei der Urologin, bei der Gynäkologin, endokrinologische Untersuchung etc. Ich nenne ein Beispiel, die Erektionsstörung, da stecken häufig somatische Erkrankungen hinter. Eine Erektionsstörung geht einem manifesten Diabetes, also einer Zuckererkrankung, ungefähr 5 Jahre voraus. Mhm. Ja, und das muss man alles im Kopf haben. Das heißt, zuerst muss das Somatische abgeklärt werden, bevor man sagt, die sexuelle Schwierigkeit ist was Psychisches. Trotzdem können natürlich somatische sexuelle Funktionsstörungen die Interaktion im Paar stören, sogar massiv stören. Ja, aber ich bleibe noch mal so bei dieser Grenze organisch, psychisch, also zum Beispiel Schmerzen. Da denkt man ja zuerst daran, dass da irgendwas an den Knochen nicht stimmt oder an den Nerven nicht stimmt. Zum Beispiel Schmerzen beim Verkehr. Genau, das kann sein. Es kann sein, dass da was nicht stimmt. Das muss vorher abgeklärt werden. Und es kann auch zu chronischen Schmerzsymptomen kommen, insofern, dass die somatische Erkrankung abgeheilt ist, trotzdem die Schmerzen weiter fortbestehen. Und dann hat man eine psychosomatische Erkrankung, die man dann auch unter anderem psychotherapeutisch angehen kann. Naja, die Paare werden sich ja überlegen, warum kommen sie zu Ihnen? Also, oder sie sind schon vielleicht bei allgemeineren Ärzten gewesen oder bei somatischen Ärzten gewesen, jetzt kommen sie also zu Ihnen.
wenn ein Paar lange zusammen ist, so denkt man ja auch gesellschaftlich, lange zusammenbleiben, lange Beziehungen, das ist romantisch, das ist richtig, man will Kinder großziehen und so weiter. Wodurch kommt denn, warum soll ich denn dann solche Funktionsstörungen bekommen? Wodurch entsteht das denn in einer Beziehung? Oh, es gibt viele Ursachen für sexuelle Schwierigkeiten. Ja. Man findet einige zum Beispiel schon in der Kindheit, wo man nicht lernt, mit Nähe, Distanz umzugehen. Traumatisierung können eine Rolle spielen. Dann können aber auch eine Rolle spielen, dass man sozusagen aufgrund von Stress im Beruf, Stress mit den Kindern, die Nähe zur Partnerin verliert. Es gibt verschiedene Ursachen, weshalb es zu diesen Kommunikationsschwierigkeiten im Paar kommt. Dazu ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, wir Sexualpsychotherapeuten sehen Sexualität als nonverbale Kommunikation im Paar. Das heißt, wenn die Sexualität wegbricht, ist es auch ein Kommunikationssignal im Paar. Ich mag Watzlawick, der gesagt hat, es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren. Das heißt, auch wenn ich keinen Sex lebe, ist es eine Art von Kommunikation. Und da gehen wir psychotherapeutisch dran, wie kriegen wir die sexuelle Kommunikation im Paar wieder hin. Ist es denn dann ein Märchen, dass Männer mehr Lust haben als Frauen? Ja. Es gibt Männer, die haben mehr Lust. Es gibt Frauen, die haben mehr Lust. Problem, es gibt vielleicht Statistiken, die das so sagen können. Aber wir gucken uns das Individuum an. Hat denn, vielleicht auch bevor wir über die Therapie gleich sprechen, die Sie anbieten können, wenn man von langjährigen Paaren spricht, dann sind die ja auch schon keine 30 mehr. Also was hat Lust zu tun mit dem Lebensalter? Boah, es ist schwer zu sagen, die Sexualität ändert sich mit dem Lebensalter. Also es ist so, dass die Sexualfrequenz wird mit dem Dauer der Beziehung weniger. Aber wenn ich mich im Alter frisch verliebe, habe ich wieder eine hohe Sexualfrequenz. Das heißt, die Beziehungsdauer hat einen großen Einfluss auf die Sexualität. Aber wir erleben auch Sexualität im Alter anders. Zwischen 20 und 30 geht es eher darum, ja, viel aufregend zu machen, viel mehr in Anführungsstrichen Turnübungen. Und je älter man wird, je ruhiger wird die Sexualität, je mehr geht es darum, den anderen vielleicht haptisch, also irgendwie zu spüren, zu empfinden. Die sozusagen Erektion klappt nicht mehr so gut, aber trotzdem kann man ja eine befriedigende Sexualität leben und Nähe und Geborgenheit spielt im zunehmenden Alter im Durchschnitt eine größere Rolle. Ja, okay, damit führen Sie ja schon zu den Möglichkeiten von Erotik, also die ja viel weiter gefasst sind als das, was man vielleicht bis dahin geglaubt hat. Wenn Sie also eine Therapie anbieten, wie läuft das dann ab für das Paar? Also wie fängt das überhaupt an? Genau, die melden sich bei mir per Telefon, Internet. Wir führen ein Vorgespräch durch. Wir gucken, worum geht es. Ist schon alles körperlich abgeklärt worden, ja oder nein? Dann sind die Rahmenbedingungen für eine Therapie erfüllt. Also die müssen Zeit haben, die Übungen zu machen. Die müssen die Übungen auch ungestört durchführen können. Ich hatte ein Paar, die wohnten in einer WG, da haben die Türen ausgehangen. Da konnten alle zugucken, das ging nicht. Ich hatte einen Manager, der hat von 6 Uhr morgens bis abends um 21 Uhr, 22 Uhr gearbeitet, Samstag und Sonntags auch. Der hatte keine Zeit für eine Therapie. Da muss man gucken, kann man sich Zeit dafür schaffen. Gibt es eine Außenbeziehung, ist die große Frage. Na, wenn ich eine Außenbeziehung habe, dann bekomme ich das, was ich vermisse in der Außenbeziehung. Das heißt, habe ich dann überhaupt eine Motivation, in die Therapie hineinzugehen? Also ich kläre die Rahmenbedingungen, erkläre den PatientInnen, dem Paar, wie sieht die Therapie aus? Dann machen wir eine gute Anamnese, also wir sprechen über die Kindheit, über die sexuelle Entwicklung, gucken uns an, woher kann die Störung kommen. Und dann gehen wir zum Beispiel beim Hamburger Modell in verschiedene Übungen rein. Wobei es wichtig ist bei diesen Übungen, es geht nicht darum, ein idealtypisches sexuelles Verhalten zu erlernen, sondern es geht darum zu gucken, wie kriege ich wieder eine Kommunikation, eine sexuelle, erotische Kommunikation mit meinem Gegenüber hin. Und wie schaffe ich es auch, diese Kommunikation unverkrampft zu gestalten? Das heißt also, das Paar, im besten Fall beide, sitzen Ihnen gegenüber und Sie schlagen dem Paar bestimmte Übungen vor. Genau. Aus diesem sogenannten Hamburger Modell, ja, in diesem Zusammenhang. Was sind das für Übungen? Das sind ganz einfache Übungen. Die erste Übung heißt Streicheln 1. Die haben immer relativ einfache, wenig sinnliche Namen.
Das heißt, man fängt an, sich komplett zu entkleiden. Ungestörter, warmer Raum. Der eine fängt an, die Rückseite des anderen 10 Minuten zu streicheln. Dann kommt der andere dran, 10 Minuten Rücken. Dann 10 Minuten mit vorne gestreichelt. Dann der andere 10 Minuten vorne, dann wieder Rücken streicheln. Rücken streicheln. Entscheidend ist, wenn Erregung aufkommt, wird die Übung pausiert. Und entscheidend am Haber-Modell, und das ist das Schöne, es gibt die Veto- und Egoismusregel, also das Prinzip der Selbstverantwortung. Man guckt danach, was wünsche ich mir gerade, was möchte ich gerade machen, wie fühlt sich das für mich richtig an. Und Veto-Regel heißt, ich kann jederzeit eine Grenze setzen, wenn mir etwas unangenehm ist. Weil es gibt gar nicht wenig Paare, die das Gefühl haben, man weiß, was der andere denkt und der andere denkt, dass ich weiß, was er gerade denkt. Das funktioniert aber nicht. Sondern es geht wieder darum zu gucken, was möchte ich gerne und ich kann mich darauf verlassen, dass der andere mir auch eine klare Grenze setzt, wenn er etwas nicht will. Ja, ist das der Sinn von der Übung? Denn ich würde jetzt sagen, ich weiß doch, wie sich der andere Partner anfühlt. Ja, wir denken, wir wissen das. Aber es ist auch wirklich so. Stellen Sie sich vor, Sie sind 20 Jahre zusammen, Sie schieben Ihre Partner in irgendeine Schublade. Ich möchte die Schublade wieder öffnen. Ich möchte die Kommunikation im Paar wieder anregen. Ich möchte die Reflexion im Paar wieder anregen. Und das ist entscheidend, da erstmal nicht direkt auf die sexuelle Ebene zu gehen, sondern Sie merken, bei den Streichelübungen spielt die Sexualität erstmal keine Rolle, sondern erstmal einen wieder intimen Körperkontakt hinzukriegen. Ja, und eine Kommunikation. Genau. Genau, nur weil man weiß, dass der Partner jeden Morgen den Kaffee auf eine bestimmte Art haben will, kann er trotzdem seine Näheerwartung ändern, jeden Tag neu. Ne? Also genau, und der Kaffee kann sich auch ändern. Ja. Also vor 20 Jahren wollte ich Kaffee mit Zucker, jetzt auf einmal mag ich lieber mit irgendwie Flavor oder sowas, weil es das neu gibt. Also, ne, und da muss ich ja nachfragen. Ja. Ja. Was ja in Paaren teilweise verloren geht, ist ja die Neugierde. Wenn Sie sich in einem Restaurant umschauen, frisch verliebte Paare sitzen da zueinander hingewandt, die Augen blinken. Und alte Paare sitzen teilweise da und beide schnibbeln da an ihrem Essen rum. Ja, weil sie glauben, sie wüssten den anderen, sie würden den anderen komplett kennen. Genau. Und das Spannende ist, diese Neugierde wieder hinzukriegen, wieder das Fragen hinzukriegen, den Austausch wieder hinzukriegen. Aber ich glaube doch, dass ich den anderen kenne. Ja, ist es wirklich so? Nee, ich glaube nicht. Ja, und der andere ändert sich auch. Ja. Heißt das auch, dass man sich selbst auch anders neu kennenlernen muss, was man wirklich möchte und dass es auch noch andere Tönungen geben kann von dem, was man gerne selber möchte? Ja, da sprechen Sie was Wichtiges an. Viele haben nicht gelernt, die eigenen Wünsche, sexuellen Wünsche erstmal wahrzunehmen und dann die große Scham, diesen Wunsch zu artikulieren. Was will ich denn? Und das muss auch häufig gelernt werden. Das heißt, die eigenen Wünsche wahrzunehmen. Was ist denn mein Bedürfnis gerade? Und den Mut zu haben, dem anderen das zu sagen. Weil man kann ja vom anderen abgelehnt werden. Der andere kann ja dann gehen. Das möchte man nicht. Deswegen halten einige PatientInnen die Wünsche zurück. Aber es geht gerade um das Gegenteil. Wenn man sozusagen eine sozusagen lebendige Erotik leben möchte, heißt es, wir müssen uns austauschen, wir müssen den anderen so nehmen, wie er ist, auch wenn es vielleicht Punkte gibt, wo wir sagen, das ist nicht genau das sexuelle Skript, was ich gerade selber habe. Ja, oder auch, was man vielleicht gar nicht so ernst genommen hat, also dass jemand vielleicht nicht küssen möchte, aber Händchen halten, ja, zum Beispiel. Und dass das denselben Wert haben kann. Und nicht das eine mehr wert ist als das andere. Ja. Das ist auch das, was Sie mit den Räumen meinten, ne? Als Sie das vorhin so sagten. Wie oft muss ich als Paar zu Ihnen kommen? Ich weiß, die Frage ist immer so ein bisschen heikel, aber ist das eine kurzfristigere Sache oder eine längerfristigere Sache? Und die Frage ist gut, ist aber nicht zu beantworten. Es hängt vom Paar ab. Wir fangen eigentlich an, bevor wir in die Sexualpsychotherapie reingehen, in der Paarberatung. Also wir gucken, vielleicht kann man schon mit einfachen Mitteln dafür sorgen, dass das Paar wieder Erotik, Sexualität leben kann. Dann ist es nach 2, 3 Sitzungen beendet oder nach einer. Allein teilweise das erstmalige Sprechen darüber löst irgendwelche Knoten, lässt das Eis zwischen den beiden wieder schmelzen, dann fahren sie nach Hause, tauschen sich darüber aus und es funktioniert wieder.
Teilweise ist es aber auch so, dass eine Paartherapie ein Jahr, anderthalb Jahre dauern kann. Solange die beiden das dann auch so mitmachen. Genau. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich bedanke mich auch. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!